Österreich braucht lange für seinen Zug. Ich hoffe nicht, dass die irgendwas Fieses ausgeheckt haben. Polen hat übrigens Ostpreußen von Preußen erobert und das sozusagen gegen Westpreußen getauscht. Insgesamt ist es aber eine Pattsituation mit den Preußen. Hatten die Ösis mit den beiden Krieg? Ich glaube auch, ne? Also es ist so ein Dreierkrieg da, oder wenn wir uns noch dazu nehmen, so ein Viererkrieg. Ich guck mal noch mal ganz kurz. Also, der Kuckuck für heute Hochofen ist fertig. Sehr schön. Die Holländer, ist egal. Die haben ja eh keinen Handel mit uns. So. Baubericht. Ach, sehr schön. Also, in Anatolien, Werkstätten. Anatolien hat jetzt einen Provinzwohlstand von knapp 4000. Das finde ich lobenswert. Man könnte auch das Ding hier aufrüsten, natürlich, dann würde es noch mehr Geld geben, aber das ist immer so eine Sache. 3% mehr von 4.120 Goldstück. Ja, aber es kostet doch erstmal 2.000. Damaskus, hier würde es 1.000 kosten für 3% mehr. Und das wären dann 60 Goldstücke. Ja, das hat sich auch relativ schnell raus. Aber gut, ich erstmal gucken. Dann haben wir eine Dichtschule hier in Palästina. Das ist supi. Und wir haben etwas in Mesopotamien, nämlich eine Drillschule. Sehr schön. Und in dieser Drillschule werde ich jetzt Truppen ausbilden. Die Beylik Janitscharen, Musketiere und auch die Kemal, oder noch besser die, wo sind sie denn? Neunpfünder? Nee, 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 nee. Ja, wir können auch hier die Hügelmänner. Unbezahlbar. Wie teuer sind die denn? 583. Nehmen wir davon noch zwei. Dann ist das nämlich bezahlbar und wir haben schneller mehr Truppen. Hier sollen die Truppen ausgebildet werden, die dann nach Aserbaidschan gehen. Ja, unser Agent ist tot. Ich erwarte recht schnell einen neuen. Zwei Imame, zwei östliche Gelehrte. Ja, wir könnten theoretisch auch den hier jetzt abziehen und woanders hinbringen. Zum Beispiel nach Bulgarien, wo wir ja gar keine Truppen haben und deswegen wir noch mehr auf die Konvertierung angewiesen sind. Ja, machen wir das mal. Ich bringe jetzt mal den Agenten hier raus. Nach Bulgarien. Da haben wir nämlich auch noch schön was zu konvertieren. In Bosnien hingegen würde ich sagen, lassen wir ihn erstmal noch. Hier sind noch zwei Punkte Unruhe und vor allem sind hier die Städte nicht ganz so. Also ist das Problem wegen der Universität so. Ah ja, und bei Jena ist dann bald fertig. Das ist diese Stadt hier. Nice auch in einer Runde. Oh, sehr schön. So, die Österreicher haben ewig lang gezogen. Haben sie irgendwas gemacht? Nee. Erkennbar zumindest nichts. Ist doch schön. Das gleiche gilt für Pakistan. Ja. Die kurzen Runden beginnen, die ich mir immer gewünscht habe. Ja, Subenkarle, wenn das gemacht hat, kann man das auch erstmal stilllegen und dann endlich da eine Fabrik bauen, die ordentlich Geld bringt. Kozani erforscht vielleicht mal doch besser die Arbeitsteilung. Was bringt das denn? Das ist ordentlich alles. Sehr, sehr ordentlich. Das ist wichtig vielleicht für das noch, aber ach, wirklich wichtig auch nicht. Oder halt solche Sachen. Gliedweises Feuern ist jetzt noch nicht wichtig. Und vor allem macht sie, oh Gott, das macht die Infanterie viel teurer. Plus 6% Unterhaltskosten, das können wir uns gar nicht leisten. Gleichschritt könnte noch interessant sein. Aber ich glaube, die Arbeitsteilung ist noch wichtiger. Ja, die Arbeitsteilung. Die bringt vor allem den Städtewohlstand und mehr Wohlstand durch Industriegebäude. Machen wir das so. Hier drei Runden bis da, ne? Genau, bis Militärakademie. Da können wir auch weiter in dem großen Bereich forschen. Okay, weiter geht's. Sekunde. Ah, es sind viele. Zu viele vielleicht. Vielleicht kann man hier noch bald mal welche rausholen und verschiffen. Verschicken. Gut. Anatolien ist eine stolze Provinz. Gut. Weiter geht's. Polen hat sich Westpreußen zurückerobert.
Das ist interessant. Es ist vor allem nicht gut, weil Preußen unser Verbündeter ist. Ah, er hat es auch schon wieder zurückgeholt. Ist ja echt ein Hin und Her, lustig. Auf der Karte kann man das immer ganz gut sehen. Gut, also alles wieder im Lot, weil Polen, mit denen sind wir im Krieg, mit Preußen nicht. Und ich möchte nicht, dass Polen so mächtig wird und so viel Geld hat und so weiter. Ich gucke jetzt nach dieser Runde auch nochmal nach, ob die jetzt wirklich alle miteinander im Krieg sind. Also Polen und Preußen ganz offensichtlich, aber wie das mit Österreich ist da in dieser Konstellation, weil es kann ja auch mal sein, dass die Frieden schließen. Es war definitiv mal so, dass alle drei miteinander im Clinch waren, aber ob das jetzt noch so ist? Ein weiterer östlicher Gelehrter, sehr geil, in Georgien. Das ist natürlich gut, dass sie den haben. Ist der gut? Wissenschaftlicher Edelmann? Fein. Du kommst, würde ich sagen, ja, nee, Sunkale lohnt sich nicht mehr. Also hierhin ist am besten, würde ich sagen, Konya, ne? Konya. Gehst nach Konya. Wir sind drei Runden da, dank unseres guten Straßennetzes. So. Dann noch einer. Yes, in Rumelien. Jetzt läuft's. Das wurde auch höchste Zeit. Sehr gut. Was hast du? Schwertkämpfer. Also die sind irgendwie alle gut im Kämpfen, was eigentlich totaler Schwachsinn ist, weil die osmanischen Gelehrten als Besonderheit haben, dass sie nicht zu Duellen auffordern können. Sehr gut. Du gehst hierhin zum Kolleg. Und wir haben noch einen Kabri... Ah, das ist unser Minister. Kibrishkadi ist moralisch verwerflich, hat aber die eiserne Hand. Das gucken wir uns gleich an. Das ist einer der Anwärter. Nee, das ist der hier. Aha, okay. Oh. Oh, oh. Der senkt natürlich jetzt unseren Einfluss. Er ist ein bisschen schlechter geworden dadurch. Schade. Wir könnten höchstens Justiz natürlich tauschen. Aber es lohnt sich. Nee, das lohnt sich nicht mit dem. Okay. Schlimm? Nee. Das sind das wird, ja, noch nicht. Noch ist es nicht schlimm. Doch, hier ist es schlimm. Ach du, okay, Bosnien, aufpassen. Und Rumelien, noch nicht. Aber Bosnien muss ich irgendwie was machen jetzt. Sind die Österreicher gekommen? Nein. Bosnien bekommt natürlich Truppen. Jetzt ausgebildet, frisch. Oder noch besser, hier so ein Gouverneursding. Ach nee, das bringt keinen östlichen Repressionspunkt. Ja? Oder ich baue irgendwas, was die Leute belustigt. Aber ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen, ne? Und Schmiede sind eine gute Möglichkeit dafür. Ja, gut. Ich ziehe erstmal einen rüber. Bitte, 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 bitte. Sehr gut. Das sollte erstmal reichen. Und dann ist Black Sam Bellamy gestorben. Und neuer Hafen entsteht. In Georgien ist Batumi als Hafen neu entstanden. Sehr schön. Da bauen wir doch mal einen Handelshafen hin. Der bringt nämlich das meiste Geld. Dann haben wir eine neue Stadt entsteht. In Serbien. Nisch. Sehr gut. Hier bauen wir auf jeden Fall Werkstätten, Schmiede hin. Die bringen ordentlich Geld. Und die anderen haben wir auch schon gesehen. In Baljana, in Bosnien. Hier kommt ebenfalls Werkstätten hin. So, Leute. Jetzt müsste das Geld aber langsam der Rubel sozusagen sprichwörtliche Rollen. Mesopotamien. Da wurde ausgebildet. Sehr gut. Ich will nächste Runde weitermachen, wenn wir wieder liquider sind. Und es wurde geforscht. Sextant und sehr gut. Die fortschrittliche Bewässerung, die haut richtig rein. Die haut wirklich verdammt gut rein. Bringt 0,2 Punkte. Und ich mache hier direkt weiter mit diesem hier. Da ist Konya die erste Adresse für die Trockenlegung mit Dampfpumpen. Podgorica eher nicht. Konya macht das sehr gut. Die bringt nämlich sogar plus 0,3. Also da machen wir sofort mit weiter mit der nächsten. Wir haben ja Gott sei Dank Forschungskapazitäten. Und Sumkale. Reiße ich jetzt mal ab. Hat gute Dienste geleistet. Hier soll dann aber wirklich bald die Werkstatt hin, damit, weil die bringt dann teilweise echt so 800 Provinzwohlstand oder so, wir ein bisschen mehr Geld haben, auch in dieser Region. So. Siegziel Nahi ist bäuerlicher Edelmann. Der macht das also noch besser. Donnerwetter, der ist nämlich schon Doktor, das bringt allgemein einen Punkt mehr. Er ist wissenschaftlicher Edelmann, das bringt einen Punkt mehr für Industrietechnologien. Er ist bäuerlicher, bringt zwei in Fabrikmeister auch nochmal ein. Also hat vier Bonuspunkte, wenn er in diesem Bereich forscht. Das finde ich natürlich ausgesprochen gut. Deswegen habe ich Konya auch darauf angesetzt. Und ihr seht ja auch, Konya 13 Runden, Podgorica 16. Das liegt alles an dem Edelmann. Die Uni ist die gleiche Stufe und so weiter. Das tut sich alles nicht viel. Luxor und Kozani. Nee, das würde nicht schneller gehen. Man muss immer wieder tauschen, deswegen mache ich das mal. Genau, wo ist es? Ist auch ein Bulle. Das ist logisch. Und in Syrien haben wir auch
Dichtschulen. Wir müssen eigentlich ein unglaubliches Prestige im Bereich Kultur haben. Haben wir auch. Aufklärung, aber auch Wirtschaft ist sehr gut. Und wir sind am Platz 1. Wir sind am Platz 1 beim Prestige. Leute, Donnerwetter. Das ist nicht selbstverständlich. Wir sind die prestigereichste Nation. Also das muss man erstmal schaffen. In so einer Lage, nicht schlecht. Und zwei Agenten. Leute, jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Und neue Städte. Also wir haben zurzeit einen Lauf. Du gehst hier bitte rein und bekehrst die Bulgaren zu unserem schönen Islam. In Moldawien sind die Truppen wieder fit. Auch das ist sehr gut. Siebenbürgen beruhigt sich noch ein bisschen, obwohl der mich ein bisschen ankackt, da der Österreicher. Wir brauchen natürlich noch einen neuen Spion, ganz klar. Gut. Und nächste Runde wird dann weiter Truppen ausgebildet. Und wir können auch noch Akademien bauen. Wie viele Gelehrte haben wir jetzt? Eins, zwei, ich glaube zwei auf dem Weg. Also vier Gelehrte immerhin. Also aber 10 sind locker drin. Das finde ich äußerst gut. Du könntest auch mal sterben. Du bist schon 53. Und bringst immer diesen Verwaltungsmalus. Das mag ich auch nicht. Gut. Moralisch verwerflich. Harter Ruf. Nee, das bringt nichts. Die sind beide gleich von den Werten insgesamt. So, ja, und erneut sage ich, weiter geht's. Wobei ich mich gerade noch frage, ob ich vielleicht noch die BRICS löschen soll. Die bringen nämlich Unterhaltskosten ziemlich hohe, aber haben kaum Kampfkraft. Zumindest eine der beiden lösche ich jetzt mal. Oh, und natürlich muss ich auch die Venezianer pieksacken. Pieks, pieks. So. Wir erwarten ungefähr 2600 Goldstücke. Die Maraten sind blockiert, alle anderen laufen. Vielleicht können wir sogar die Holländer nochmal kurz reaktivieren. Danke. Wird es vermutlich kein Geld bringen zunächst, aber man kann ja nie wissen. So, weiter geht's. Das war jetzt eine sehr gute Runde. Jetzt noch zwei, drei solche, dann mache ich mir erstmal kurzfristig wenig Sorgen. Österreicher. Ach, wieder nicht nachgeguckt, ob die da im Dreier-Clinch liegen. Mensch. Och, tut mir leid, aber man kann es verstehen vielleicht, weil das waren gerade echt tolle Sachen, die ich da begutachten musste. Neue. Hust, hust. Begutachten musste natürlich. Neue Gefolgsleute, gute Forschung und vieles andere. Neue Städte natürlich auch. Bitte, bitte, seid lieb und tut mir nichts. Die Russen hängen wieder hier rum in der Krim. Das machen sie ja gerne. Haben wir sonst nichts zu tun. Haben natürlich vor allem ein Problem, weil Schweden immer noch in ihrer Hauptstadt sitzt. Und Schweden hat jetzt auch Karelien erobert. Also die Russen, die pfeifen aus dem letzten Loch. Ich hoffe, dass wir das irgendwie so lösen können, dass die Russen sich doch auf einen Frieden einlassen. Und wenigstens an der Front dann endgültig Ruhe haben. Die Truppen abziehen oder teilweise auch auflösen können. Aber es bleibt ein frommer Wunsch. Ich gucke mir das jetzt erstmal an. Österreich, Russland haben ihr Bündnis gebrochen. Interessant, interessant. So, ich gucke jetzt erstmal nochmal. Österreich hat Krieg mit Preußen und Polen und uns. Und überhaupt mit jedem, so scheint es zumindest. Die Preußen haben auch Krieg mit Polen. Und es ist auch logisch, dass die Polen mit den beiden Krieg haben. Österreich, Preußen und uns. Ja, die Polen, die sind mittendrin, haben überwiegend Feinde um sich herum. Nur Kurland und Russland mögen sie. So, schon wieder neue Städte. Jetzt geht's rund. In Moldawien, Tigina, eine neue Stadt. Hier kommen Werkstätten hin. Weber. Wobei, Entschuldigung, es gibt etwas, einen Vorrang, nämlich hier. Oh, Vorsicht, die Russen kommen. Die Russen kommen nach Georgien. Da müssen wir da sofort hin und mit unseren Truppen. Hier sind zurzeit keine Feinde. Dann machen wir das doch einfach so. Wir nehmen die Truppen da komplett raus. Und schicken die hier hin. Und hier werden Werkstätten Weber gebaut. Die bringen 600 Provinzwohlstand. Sehr gut, weil es eben eine wohlhabende Ecke ist. Und für alle Fälle hätten wir auch unsere Alliierten noch hier. Georgien. Dann haben wir noch eine neue Stadt. Kut in Mesopotamien. Auch das muss man ausbauen. Also das war jetzt Tigina und Kut. Beide noch nicht ausgebaut. Das möchte ich aber gerne. Vielleicht können wir euch da mal ganz kurz hinstellen. Sehr gut. Ja, hier hat das was gebracht mit der Konvertierung. Religiöse Unruhe auf 3 Punkte gesunken von, ich glaube, 5. Das möchte ich auf jeden Fall jetzt noch machen. Da bitte ich auch um Entschuldigung, wenn ich ganz kurz nochmal handeln muss. Preußen ist... Herr Tönbeinett würde sich zu stark machen, unsere Alliierten. Maratenreich ist da vielleicht der beste Abnehmer für sowas. Sextant... Und so ein Scheiß. Nö.
Mogulreich. Die sind noch lustig. Der Sextant wird ganz gern genommen eigentlich. Ja, machen sie. Ich brauche ja gar nicht so viel Geld. Schweden ist auch unser Alliierter. Die brauchen auch dringend... Oh, der koksgefeuerte Hochofen. Hervorragend. Dafür sollten 5000 Goldstücke locker drin sein für diese Technologien. Vielleicht sogar 6000. Bitte, bitte. Yes! Wir sind reich. Vorübergehend. So, Schweden hat tolle Technologien. Hier kommen Werkstätten auf jeden Fall nach Tigina. Dann haben wir Kut. Auch hier kommt was Produktives hin. Werkstätten. Sehr gut. Also Leute, jetzt werden die Steuereinnahmen steigen. Definitiv. Hier wird die Truppe weiter aufgerüstet. Wir nehmen nochmal Mamelucken, die fand ich so geil. Und Janitschan. Der General wird auch schon rekrutiert.